Aushängern, den ersten kommunistischen Staat der Welt, stürzte die erste und letzte demokratische Regierung Russlands. Das wird im Ostblock von Staats wegen gefeiert als große sozialistische Oktoberrevolution. Aber war sie groß? War sie sozialistisch und war sie eine Revolution? Als erste westliche Autoren berichten Guido Knopp und Eckhard Kuhn von den Originalschauplätzen. In ihrem Film verwenden sie die Daten unseres Kalenders, der vom alten russischen um 13 Tage abweicht. Die Oktoberrevolution fand also am 7. November statt. Sehen Sie nun den Film aus der Reihe Rekonstruktionen. Moskau, Roter Platz. Parade zum Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Vor 70 Jahren hatte Lenin mit der bolschewistischen Partei die Macht in Russland übernommen. Im Mausoleum vor der Kremlmauer ist sein Körper aufgebahrt. Die Revolution von 1917 hat nicht nur Russland verändert, sie war ein Wendepunkt der Weltgeschichte. Die Sowjetunion ist heute eine hochgerüstete Supermacht. Das ging zu Lasten der Wirtschaft. Hier wird der Rückstand zum Westen von Jahr zu Jahr größer. Michail Gorbatschow, seit 1985 an der Spitze der Partei, kämpft gegen die Erstarrung des Systems, erfordert Glasnost, Offenheit, will einen Umbau, Perestroika, will Rückbesinnung auf die leninschen Prinzipien, er will die Revolution fortsetzen. Wie kam es in Russland zur Roten Revolution? Wie übernahm Lenin die Macht? Wie war es damals wirklich? Leningrad, die Stadt der Revolution. Hier im Winterpalast der Zaren verhaften am Morgen des 8. November 1917 Lenins Anhänger die provisorische Regierung Russlands. Leningrad, eine Stadt, die innerhalb von 20 Jahren drei verschiedene Namen trägt. Nach Lenins Tod im Jahre 1924 wird sie nach dem Revolutionär benannt. Davor, seit Beginn des Ersten Weltkrieges, 1914, hieß sie Petrograd. Und davor, seit der Gründung, Sankt Petersburg. Das Venedig des Nordens. 200 Jahre lang war es die Hauptstadt Russlands. Die Peter-Pauls-Festung war Kern der aus dem Boden gestampften Siedlung an der Neva. Ihr Gründer, Zar Peter der Große, liegt in der Kirche der Festung begraben. Die Bürger dieser Stadt verehren ihn noch heute. Schloss Peterhof, dem französischen Versailles nachempfunden. Die neue Hauptstadt des Russischen Reiches sollte Fenster zum Westen sein. Vorbild für die Entwicklung des eigenen Landes. Das Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört. ...900 Tage lang war Leningrad von deutschen Truppen eingekesselt. Mehr als 600.000 Menschen starben. Der Komponist Schostakowitsch hat seine 7. Symphonie den Menschen dieser Stadt gewidmet. Heute hat die Stadt fast 5 Millionen Einwohner. Nach Moskau die zweitgrößte des Landes. Der Newski-Prospekt, Haupteinkaufsstraße Leningrads. Im Alltag der Bürger scheint die Revolution vergessen. Nicht jedoch die Tatsache, dass Leningrad seitdem nicht mehr die Hauptstadt ist. Doch Moskau, heute Hauptstadt der Sowjetunion,
kann der alten Metropole einen Rang nicht streitig machen: Hauptstadt der Revolution zu sein. Straßenszenen aus dem alten Petersburg vor 1914. 2,5 Millionen Menschen leben in der Stadt. Als Zar herrscht Nikolaus II. Aus der Dynastie der Romanows, die Russland schon seit 3 Jahrhunderten regiert. Ein Monarch umgeben von höfischer Pracht, in einem Land, in dem sich Reichtum und Armut krass gegenüberstehen. Ein Zar, der sich vor allem auf die Polizei und das Militär stützt. Doch er versäumt, das Land zu reformieren. Veränderungen mag er nicht. Nach der ersten russischen Revolution von 1905 ließ er die sogenannte Duma nur mit Widerwillen zu. Ein Scheinparlament, das kaum etwas zu sagen hatte. Dieser Zar ist kein politischer Regent. Ein gekrönter Reaktionär, der nicht begreift, dass sein Regime gefährdet ist. Russland zählt zu den rückständigsten Staaten in Europa. Nur 2 von 100 Menschen arbeiten in Industriebetrieben. Die meisten leben von der Landwirtschaft, 80%. Die Leibeigenschaft ist aufgehoben, doch die Bauern hängen nach wie vor von ihren Gutsherren ab. Unbezahlte Frondienste sind üblich. Ein Arbeitstag von 16 Stunden ist die Regel. Produktionsverhältnisse fast wie im Mittelalter. Dennoch exportiert das Land damals Agrarprodukte. Den Zaren kümmern mehr Paraden als politische Probleme und er verdrängt, dass Unzufriedenheit im Lande wächst bei Bürgern, Bauern und bei Arbeitern. Die Zarenfamilie beim Spielen. Gegen Monarchie und Herrschaft einer kleinen Oberschicht in Russland wenden sich vor allem 2 Parteien. Die Sozialrevolutionäre nehmen sich der Bauern an, die Sozialdemokraten der Arbeiter. Der Zar reagiert mit Haft und Verbannung. Viele Führer fliehen ins Ausland, wie zum Beispiel Lenin. Das Riesenreich des Zaren vor dem Ersten Weltkrieg. 1/7 der Erde, der größte Staat der Welt. 160 Millionen Einwohner. 175 Völker, ein Kolonialreich von Polen zum Pazifik, mit einem Herrschervolk, den Russen. 1914 bricht der Erste Weltkrieg in Europa aus. Am Anfang stehen Wogen chauvinistischer Begeisterung in allen kriegsführenden Staaten. Popen segnen Waffen und Soldaten. Dieser Krieg ist für das Zarentum vielleicht die letzte Chance, das Volk von inneren Konflikten abzulenken. Doch in den Materialschlachten der ersten beiden Kriegsjahre zerbricht das taktische Kalkül. In diesem Krieg geht es um alles oder nichts. Im Osten steht Russland gegen Deutschland und Österreich-Ungarn, die sogenannten Mittelmächte. An ihrer Seite kämpfen Bulgarien und die Türkei. Gegen sie stehen Serbien, Rumänien, Griechenland, Italien, Frankreich, Portugal und Großbritannien. Im dritten Kriegsjahr verlieren die russischen Truppen weiter am Boden. Anfang 1917 stehen die Mittelmächte tief im Land. Noch leistet die Armee des Zaren Widerstand, doch die Moral sinkt mehr und mehr. Die Verluste der Armee sind schwer. Die Versorgung im strengen Winter 1916-17 kommt fast zum Erliegen. Die Menschen hungern. Viele verhungern. Der Krieg, der so viele Opfer fordert, begeistert die Soldaten längst nicht mehr. Lethargie greift um sich. Einer, der damals dem Zaren zu Reformen rät, ist Alexander Kerenski,
Mitglied der Duma, später Justizminister, Kriegsminister und Ministerpräsident der provisorischen Regierung. Kerenski, 1967, 50 Jahre danach, zur Haltung des Zaren. Und es war eben der Wahnsinn des Zaren, nicht zu begreifen, dass er nur gewinnen konnte, dass er den Krieg nur als Sieger beenden konnte, wenn er eben nicht die unabhängigen Organisationen und sogar die Duma unterdrückte. Es war ein Wahnsinn. Und als dann die Explosion kam, war das der Beginn der provisorischen Regierung. Die Explosion kommt. Das Volk geht auf die Straße. Alles beginnt am 8. März 1917 in Petrograd mit einer Protestdemonstration gegen die katastrophale Versorgungslage. Zum ersten Mal in der Geschichte Russlands reiten die Kosaken nicht mehr in die Menge, um sie zu zerstreuen. Sie solidarisieren sich. Sie, die den Zaren stützen sollten, zerschlagen die Symbole des Zarismus. Gefängnisse werden gestürmt. Nikolaus II. Telegrafiert aus seinem Hauptquartier: Unruhen sind in dieser schweren Zeit des Krieges unzulässig. Ich befehle sie bereits morgen zu beenden. Doch der Zar, der noch glaubt, mit militärischer Gewalt das Volk zähmen zu können, verrechnet sich. Fast alle Regimenter meutern. Der Monarchie entgleitet die Macht. Soldaten und Offiziere befreien die Gefangenen. Befreier und Befreite feiern ihren Sieg über das ungeliebte und gehasste Zarentum. Die Soldaten stehen auf der Seite der Bevölkerung, die sich spontan erhoben hat. Das ist kein bloßer Aufstand, sondern eine Volksbewegung, eine Revolution. Am Morgen des 12. März versammeln sich Soldaten, Bürger, Abgeordnete vor dem taurischen Palast, dem Sitz der Duma. Sie diskutieren die neue Lage. Die Macht scheint jetzt in ihren Händen. Rodzanko, Präsident der Duma, fordert, dass der Zar zurücktritt. Er wehrt sich damit gegen einen Zarenbefehl, die Versammlung unverzüglich wieder aufzulösen. Die Duma steht beim Volk in hohem Ansehen. Sie gilt als das Symbol politischer Erneuerung. Hier strömen sie zusammen, Soldaten, Bürger und Arbeiter. Reden werden gehalten, Losungen gezeigt. Wie geht es weiter? Der taurische Palast wird nun zum Zentrum der Revolution. Hier beginnt und endet der erste und bislang letzte demokratische Versuch der russischen Geschichte. Hier bilden sich am 13. März zwei politische Zentren, die von nun ab um die Macht im Staate ringen. Hier im rechten Flügel des Palastes entsteht die provisorische Regierung. Sie nennt sich deshalb provisorisch, weil sie nur so lange im Amte bleiben will, bis in ganz Russland Wahlen stattfinden. Die Minister sind bürgerliche Demokraten, die die Spielregeln des Parlamentarismus hochhalten. Sie wollen innere Reformen und aus Russland eine Republik nach westlichen Muster machen. Sie wollen an der Seite Englands, Frankreichs und Amerikas den Krieg gegen die Kaiserreiche Deutschland und Österreich-Ungarn fortsetzen und ahnen nicht, dass sie sich damit ihr eigenes Grab schaufeln. Hier im linken Flügel des Palastes operieren Männer, die den Frieden wollen. Der Sowjet. Auf Deutsch heißt das der Rat, die Delegierten der Soldaten und der Arbeiter von Petrograd. Sie vertreten eigentlich nur die Hauptstadt, doch ihr Anspruch gilt dem ganzen Land. In diesem Gremium sind die Bolschewiken in der Minderheit, doch immer mehr von ihnen fordern eine radikale Änderung. Der taurische Palast ist also Schauplatz einer Doppelherrschaft. Zwei Rivalen ringen um die Macht und sie belauern sich dabei wie Hund und Katz. In diesem Haus beginnt der Kampf um Russland. Die provisorische Regierung proklamiert sofort die lang ersehnten bürgerlichen Freiheiten. Jeder kann jetzt etwa öffentlich und offen sagen, was er denkt. Russland wird auf dem Papier zu einem freien Land. Bevor jedoch die neue Staatsform allgemeine Anerkennung findet, gibt es Konflikte mit den Sowjets.
Diese erheben Anspruch auf Befehlsgewalt über die Armee und fordern einen raschen Frieden. Das Dilemma dieser Doppelherrschaft verkörpert sich in der Person von Kerenski. Er ist sowohl Justizminister in der Regierung als auch Mitglied im Sowjet. Er beklagt den entscheidenden Fehler des Duma-Präsidenten. I think it was a big mistake that in this highest moment of the popularity. Ich denke, es war ein großer Fehler, dass zu diesem Zeitpunkt, da die Duma im Lande wie an der Front die höchste Achtung genoss, Rodzianko auf den Rat der liberalen Partei unter Miljukow unseren Vorschlag, den Vorschlag der Linken, das Sitzungsverbot der Duma aufzuheben und sie zu einer offiziellen Sitzung einzuberufen, ablehnte. Hätte man damals die Sitzung zugelassen, wäre die Macht reibungslos in die Hände der Duma übergegangen. Ein Fehler, der sich erst später als folgenschwer herausstellen wird. Am 23. März 1917 marschieren rund 1 Million Menschen durch die Straßen von Petrograd, um den Opfern der Revolution die letzte Ehre zu erweisen. Bei diesem Trauerzug sind alle vereint. Bürger, Arbeiter, Soldaten, Offiziere, Sowjets und Minister. Für diese Demonstranten ist das ein symbolischer Akt der Zusammengehörigkeit. Die Doppelherrschaft macht den Menschen noch kein Kopfzerbrechen. Die Revolution hat gerade den Zarenthron beseitigt und die Massen sind berauscht von Freiheit und Macht. Klasseninteressen scheinen aufgehoben. 184 Menschen waren bei den Wirren der Revolution ums Leben gekommen. Auf dem Plakat ewiges Andenken den Kämpfern für die Freiheit. Wie war die Stimmung unter der Bevölkerung nach dieser Revolution? Die große Masse hoffte, dass es Frieden wird und dass es endlich der Krieg enden wird. Das war das Hauptsächliche. Dann war die zweite Sache, der Boden wird den Bauern gehören. Hier diskutierte man nicht, das war klar. War es eine Atmosphäre der Zuversicht nach der Februarrevolution? Eine große Atmosphäre der Zuversicht. Das habe ich überall zu dieser Zeit gefühlt. Lenin in Zürich. Ein Dokumentarspiel. April 1917. Hier lebt seit 3 Jahren im Exil der 47-jährige Lenin, der nicht nur den Zaren stürzen will, sondern auch die bürgerliche Gesellschaft. Er ist der Führer der Bolschewiken, des radikalen Flügels der russischen Sozialdemokraten. Als er von der Revolution erfährt, schaltet er sofort, er muss zurück in die russische Hauptstadt. Aber wie? Zwischen Lenin und dem deutschen Generalstab kommt es zu einem historischen Handel. Russisches Hoheitsgebiet, Herr Sinowjew, deutsches Hoheitsgebiet. Ich bitte, diese Grenze nicht zu übertreten. Gar keine neutrale Zone, Herr Hauptmann? Am 9. April 1917 verlässt Lenin mit anderen russischen Emigranten Zürich mit dem Zug. Das Abteil wird bei der Fahrt durch Deutschland, für die Russen ja feindliches Land, zur exterritorialen Zone erklärt. Mit dabei Lenins Frau Nadjezhda Krupskaja und seine Freundin Inés Armand. In Petersburg expropriieren wir beide zuallererst ein Konfektionsgeschäft, Nadja. Ich glaube, den Anzug hat Wladimir Iljitsch schon in Paris getragen. Der deutsche Generalstab hofft bei seinem Handel mit Lenin, dass dieser in Russland für weitere Unruhe sorgt. Denn er plädiert für Frieden mit Deutschland, ist ein Gegner der provisorischen Regierung
Das kann Entlastung für die Deutschen im Osten bringen. Vor seiner Abreise sagt Lenin: Wenn die Deutschen so dumm sind, uns nach Russland zu bringen, so ist das ihr eigenes Begräbnis. Ich nehme das Angebot an. Doch Lenin und den anderen Emigranten wird nicht nur die Durchreise gestattet, die Bolschewiken bekommen von den Deutschen auch Geld. 4 Jahrzehnte später wird bewiesen, dass das kaiserliche Deutschland mindestens 54 Millionen Goldmark für die Revolutionierung Russlands ausgab. Heute wird in der Sowjetunion die Tatsache, dass die Bolschewiken Geld von den Deutschen erhielten, noch immer geleugnet. Im Westen ist sie unbestritten. 6 Monate sind wir Minister oder wir hängen. Die Geschichte solcher Fakten ist unbekannt, obwohl jemand hier Fälschungen veröffentlicht hat. Aber ich sehe darin keine Beweise. Das wurde von der Konterrevolution nur ausgenutzt zum Zwecke der Hetze gegen Lenin und die Bolschewiken. Lenins Partei erhielt eine beträchtliche finanzielle Unterstützung von der deutschen Regierung. Für sich allein halte ich dies nicht für das entscheidende Element des schließlichen Sieges, aber es hat dazu beigetragen. Am 16. April kommt Lenin mit dem Zug in Petrograd an. Szenen aus dem berühmten Film Oktober von Sergei Eisenstein. Von Lenin gibt es aus dem Jahre 1917 keine Originalfilmaufnahme. Lenin kommt im richtigen Moment. Der Führer der Bolschewiken ist nun in der Hauptstadt der Revolution. Nun will er der Entwicklung seine Linie aufzwingen. Die Rede, die er hier vom Panzerwagen vor dem finnländischen Bahnhof hält, ist eine offene Kampfansage an die provisorische Regierung. Der bürgerlichen Februarrevolution muss nun die sozialistische Revolution folgen. Den Soldaten, Arbeitern, Matrosen verkündet er historische Visionen. Eure Revolution war der Beginn einer neuen Epoche der Menschheit. Es lebe die sozialistische Revolution in der ganzen Welt. Nach seiner Rede vor dem finnländischen Bahnhof wird Lenin von der Menge zur Villa Kschesinskaja geleitet. Das ehemalige Haus einer berühmten Tänzerin ist nach der Februarrevolution das Hauptquartier der Bolschewiken. Vom Balkon wiederholt er seine scharfzüngige Rede. Einer, der Lenin damals hörte, war Wassili Minowitsch Bondarenko. Die Rede Lenins hat auf mich einen überwältigenden Eindruck gemacht. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ich begann zu begreifen, was Bolschewismus überhaupt bedeutet. Bis dahin hatte ich davon keine Ahnung. Und mir scheint, wenn es Lenin nicht gegeben hätte, hätte es kaum eine sozialistische Revolution gegeben. Denn ein solcher Stratege wie Lenin, eine solche Persönlichkeit, war in dieser Zeit durch niemanden zu ersetzen. Und Lenin tritt an. Am 17. April 1917 tagt im Taurischen Palast, dem Plenum der früheren Duma, der erste allrussische Kongress der Sowjets. Eine Versammlung, die Lenin für seine Ideen gewinnen will. 777 Delegierte, Sowjets aus ganz Russland, kommen hier zum ersten Mal zusammen, um herauszufinden, was sie eigentlich wollen. Die Bolschewiken sind mit 100 Delegierten in der Minderheit. In diesem Saal trägt Lenin nun ganz offen jene Forderungen vor, die später als April-Thesen Legende werden, nämlich die sofortige Verteilung allen Grund und Bodens, die Verstaatlichung von Banken und Fabriken, die Auflösung der Polizei, des Militärs und der Beamtenschaft. Statt Parlamentarismus, also Räteherrschaft. Das ist ein Plädoyer für radikalen Wandel. Doch entgegen der Legende wird die Rede Lenins von der Mehrheit eher skeptisch aufgenommen. Der Revolutionär aus Zürich, er wird ausgebuht. He make a extremely demagogic speech, which have no success. Lenin hielt eine überaus demagogische Rede, die keinen Erfolg hatte. Ich antwortete ihm jedenfalls. 2 Tage oder einen Tag später sprach er ein zweites Mal und ich antwortete wieder. Aber ein persönlicher Kontakt war gänzlich ausgeschlossen. Wir hatten ja zu dieser Zeit bereits sehr wichtige Dokumente in der Hand. Wir kannten seine Geldgeschichten.
so heißt es, nieder mit Lenin und gebt Lenin wieder zurück an Wilhelm. Gemeint ist der deutsche Kaiser. Die gemäßigten Parteien wehren sich gegen Lenins radikale Forderungen. Bei Demonstrationen wie hier am 1. Mai 1917 ringen um die Gunst der Massen vor allem drei politische Richtungen. Die provisorische Regierung, die nach links rückt, doch dem Parlamentarismus treu bleibt. Die Sowjets, die die Macht im Namen des arbeitenden Volkes nur für sich beanspruchen, und die Bolschewiken, die vorerst durch die Sowjets an die Macht gelangen wollen und erst später ihre Strategie verändern. Über Lenins Wirken sagt Kerensky die prophetischen Worte: Dieser Mensch wird die Revolution vernichten. Doch die provisorische Regierung trägt durch ihr Festhalten am Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn selbst dazu bei. Sie missachtet die Kriegsmüdigkeit des Volkes. Kerensky, inzwischen Kriegsminister, organisiert im Juni dennoch eine große Offensive. Er glaubt, mit einem militärischen Erfolg Lenin bei seinen Anhängern ausboten zu können. Kerensky, ein glänzender Redner, gelingt es, Bürger und Soldaten noch einmal für die Offensive zu begeistern. Doch der Angriff bleibt bald stecken und er endet als Fiasko. Mitte Juli kommt es in Petrograd zu Massendemonstrationen. Alle Macht den Sowjets, ist die Losung. Die Bolschewiken sind daran beteiligt. Es ist eine erste öffentliche Machtprobe. Die provisorische Regierung befürchtet einen Putschversuch. Die Regierung zeigt entschlossen Härte und befiehlt das Feuer auf die Demonstranten. Die Bolschewiken werden als die Rädelsführer hingestellt und das hat Folgen. Ihre Roten Garden werden entwaffnet. Gegen Lenin und Genossen werden Haftbefehle erlassen. Er flieht verkleidet mit Perücke, ohne Bart, nach Finnland. Dort hält er sich versteckt. In Petrograd läuft die Fahndung nach Lenin. Der Vorwurf, Agent der Deutschen zu sein, scheint vielen Bürgern glaubhaft. Die Regierung geht aus dem Juli-Unruhen gestärkt hervor. Kerensky, Lenins Gegenspieler, wird Ministerpräsident. Lenin nutzt sein Exil, um über die von ihm beabsichtigte Machtübernahme in Petrograd nachzudenken. Einige Zeit versteckt er sich in einer heubedeckten Laubhütte. Lenin sinniert darüber, wie er die Theorien von Karl Marx nun in die Tat umsetzen kann. In einem anderen Versteck schreibt er sein Werk Staat und Revolution, das Rezeptbuch, wie man einen bürgerlichen Staat zerschlägt. Im Sommer werden die Kulissen für den letzten Akt des Kampfes um die Macht gewechselt. Die Regierung zieht in den ehemaligen Winterpalast des Zaren, allen abergläubischen Anspielungen zum Trotz. Das Exekutivkomitee der Sowjets zieht in den sogenannten Smolny, ein Gebäude, das zuvor als höhere Töchterschule diente. Der Winterpalast und der Smolny sind nun die beiden Hauptzentren im Kampf um die Macht. General Kornilow, Oberbefehlshaber der russischen Armee, inszeniert Anfang September einen Putsch von rechts. Mit den Bolschewiken will er abrechnen. In ihnen sieht er die Wurzel allen Übels. Die Regierung hält dafür zu weich. Der Demokrat Kerensky befürchtet, dass Kornilow eine Militärdiktatur errichten will. Er alarmiert seine Anhänger,
gewinnt die Sowjets und lässt auch die verfemten Bolschewiken die bedrängte Hauptstadt mitvertreiben. Der Putsch Kornilows scheitert völlig. Gewinner aus diesem Intermezzo sind die Bolschewiken, die jetzt wieder Waffen haben. Kerenskis Entscheidung, gegen Kornilow die Bolschewiken um Hilfe zu bitten, wird von ihnen als Schwäche gedeutet. In Eisensteins Film wird er noch ein Jahrzehnt darauf als willenloser Nachahmer Napoleons verspottet. Die Bolschewiken verbreiten nach dem Kornilow-Putsch das Gerücht, Kerenski sei tatsächlich ein Anhänger des Generals. Er wolle sogar die Deutschen nach Petrograd holen. Doch das Komplott war nur eine Erfindung. Ja, Lenin griff sie auf. Als er das erste Mal in der Zeitung las, dass ich ein Mitglied der Verschwörung sei und so weiter, dass ich die Sache der Freiheit verraten hätte, das war es. Verstehen Sie, das begriff er sofort. Nun wird man dem Kerenski auf vielerlei Weise das Wasser abgraben können. Vor Ort in Petrograd übernimmt der Bolschewik Leo Trotzki die entscheidende Rolle. Parteimitglied ist er erst seit dem Juni. Anfang Oktober wird er Vorsitzender des Petrograder Sowjet. Mit Lenin ist er der Meinung, dass nur ein bewaffneter Staatsstreich Erfolgschancen hat. An eine demokratische Machtübernahme glauben beide nicht. Aus seinem Versteck drängt Lenin Trotzki, die provisorische Regierung noch vor dem 7. November zu stürzen. Dann nämlich tagt der zweite allrussische Kongress der Sowjets. Bis dahin möchte er vollendete Tatsachen schaffen. Trotzki zeigt sich als findiger Taktiker und gründet das militärische Revolutionskomitee. Es soll, so sagt man nach außen, die Revolution gegen die Feinde von rechts verteidigen. In Wahrheit ist es ein Organ, das den geplanten Staatsstreich der Bolschewiken organisiert. Den Smolny lässt Trotzki mit Waffen und Soldaten vollstopfen. Im Film von Eisenstein findet Trotzki nicht statt. Stalin hat ihn rausschneiden lassen. Trotzki wird auch später aus der russischen Geschichte gestrichen, zur Unperson. Erst seit kurzem wird in der Sowjetunion wieder offiziell von Trotzki gesprochen. Wie werden in Ost und West die Rollen von Lenin und Trotzki heute gesehen? Trotzki aber war ein ganz großer, ganz guter Organisator. Wenn er einen festen Auftrag hatte und wenn ihm dabei volle Macht zur Verfügung stand, so konnte er Berge bewegen. Und er hat das bewiesen. Und für diese organisatorischen Fähigkeiten hat ihn Lenin und die Partei geschützt. Lenin war praktisch der Einzige in der Partei der Bolschewiki, der auf dem unverzüglichen Aufstand besteht. Ein scharfsinniger Taktiker, der weiß, dass man heute die Macht ergreifen muss. Denken Sie daran, wie er schrieb, gestern war es zu früh, morgen wird es zu spät sein. Heute muss man die Macht ergreifen. Es ist unmöglich, an die Machtübernahme der Bolschewiken zu denken, ohne Lenin. Es ist unmöglich, über ihr Funktionieren zu reden, ohne Trotzki. Man praktizierte sie ja während Lenins Abwesenheit. Trotzki war eine Art Manager der Revolution, Lenin war ihr Führer und ihr Geist. Die Absicht der Bolschewiken, die Regierung zu stürzen, dringt an die Öffentlichkeit. Vor dem Winterpalast, dem Sitz der Regierung, werden Truppen zusammengezogen. Verstärkung soll geholt werden. Mit Holzstößen errichten die Verteidiger Barrikaden. Am 7. November ist Petrograd fast völlig in der Hand der Aufständischen. Der Winterpalast bereits umzingelt. In den Smolny kommt am gleichen Tag Lenin, verkleidet, weil er noch immer seine Verhaftung durch Verräter fürchtet. Er kam hierher aus seinem letzten Versteck mit der Straßenbahn zur Revolution. Nun übernimmt er die Führung des Aufstandes. Im Raum 67, früher Zimmer einer Klassenlehrerin, laufen nun die Fäden zusammen, die Trotzki schon vorher geknüpft hat. Das ist der Schreibtisch Lenins. Das kleine Eckzimmer im dritten Stock des Smolny
ist die Schaltzentrale für den Umsturz. Seit dem frühen Morgen des 7. November ist Lenin der unbestrittene Führer. Schon um 10 Uhr erscheinen Plakate in der Stadt. Die provisorische Regierung ist gestürzt. Die Staatsmacht ist in die Hände des militärischen Revolutionskomitees übergegangen. Diese Nachricht ist verfrüht. Die provisorische Regierung hat sich noch im Winterpalast verschanzt. Lenin wird ungeduldig. Er fordert die Verhaftung der Regierung, den Sturm auf den Palast. Die Barrikaden um den Winterpalast werden immer höher. Ministerpräsident Kerenski ist außerhalb der Stadt, um Truppen zur Verstärkung zu holen. In diesem Saal beratschlagt die Regierung, wie sie sich eigentlich verteidigen soll. Fast alle Telegrafen- und Telefonverbindungen sind unterbrochen. Später gehen die Minister in diesen Nebenraum. Er ist sicherer vor Beschuss. Seine Fenster führen zum Innenhof des Winterpalastes. Am Abend ist ganz Petrograd in der Hand der Bolschewiki, mit Ausnahme des Winterpalastes. Der Kreuzer Aurora steht bereit, den Startschuss zum Sturm auf den Palast zu geben. 21.45 Uhr. Der Angriff auf das letzte Bollwerk der Regierung beginnt. Unbemerkt von der Mehrzahl der Bewohner der Stadt, die dieses so entscheidende Ereignis geradezu verschlafen. Was hier beginnt, ist der Sturz einer demokratischen Regierung. Ein genialer Staatsstreich geschulter Kader unter Lenins und Trotzkis Führung. Diese Stufen hier sind von historischem Gewicht, denn auf ihnen drangen damals revolutionäre Arbeiter, Soldaten und Matrosen in das Innere des Palastes ein. Überall, wo heute Kommunisten herrschen, gilt gerade dieser Akt auf dieser Treppe nicht nur als der revolutionäre Höhepunkt, sondern geradezu als Wendepunkt der Weltgeschichte. Aber Sieger übertreiben manchmal und sie schaffen sich Legenden, Mythen, Märchen. Wie zum Beispiel Sergei Eisenstein. Das stimmt schon mal, das ist kein Treppenwitz, die Treppe nicht, denn seine ist natürlich viel bombastischer und liegt rund 100 Meter weiter. Und der berühmte Sturm auf den Palast, er war tatsächlich nicht einmal so stürmisch, denn die Verteidiger verteidigten ihn kaum noch. Regierung, wo ist Ministerpräsident Kerenski? Kann ihr Sturz tatsächlich so leicht sein? Haben also Lenin und Trotzki doch recht, dass man die Bürgerlichen überrumpeln kann? Die Eindringenden sind am Ziel. 2.10 Uhr am Morgen des 8. November. Im weißen Speisezimmer erfüllt sich das Schicksal der provisorischen Regierung. Hier ist alles so geblieben, wie es damals war. Der Bolschewik Antonow Ovsyenko erklärt die Mitglieder der Regierung für verhaftet. Ihre Hoffnung, dass Kerenski noch mit Truppen zu Hilfe kommt, ist müßig. Soldaten und Offiziere gehorchen dem Ministerpräsidenten nicht mehr. Sie sind kampfesmüde. Die Regierung, die den Krieg weiterführte, scheitert an Lenins Kurs, den Krieg zu beenden. Die Doppelherrschaft von Regierung und Sowjets ist zu Ende. Kerenski hat gegen Lenin verloren. Lenin hat gesiegt. Er hat sein Ziel erreicht. Der Umsturz ist perfekt. Er ist auf dem Weg zum großen Saal des Smolny, in dem der zweite gesamtrussische Kongress der Sowjets tagt. Zu Trotzki sagt er vorher: Der Übergang von der Illegalität und dem Umhergetriebenwerden zur Macht ist zu schroff. Es schwindelt einem. Alle Macht den Sowjets steht auf dem Spruchband. Lenin verkündet den Sieg seiner Revolution. Genossen, die Arbeiter- und Bauernrevolution, über deren Notwendigkeit die Bolschewiken immer gesprochen haben, ist vollendet. Das ist nun ein historischer Moment. In diesem Saal bestätigt der Kongress der Sowjets am 8. November um 9 Uhr abends die erste kommunistische Regierung der Welt.
Das sind alles Bolschewiken. An der Spitze Lenin, für das Äußere Trotzki, für die Nationalitäten Stalin. Alle Macht den Räten. Dieses Wort soll künftig in ganz Russland gelten. Und dann verkündet Lenin hier die ersten zwei Dekrete der Regierung. Über den Boden und über den Frieden. Die Bauern sollen das Land der Gutsherren erhalten. Und den Deutschen bietet Lenin an, den Krieg an allen Fronten zu beenden. Denn nur so besteht die Chance, aus einem Umsturz einen Volksaufstand zu machen. Wenn wir das so betrachten, dass das unmittelbar 8 Monate erst nach der Februarrevolution, nach dem Sturz des Zarismus, nach der Etablierung einer, wie gesagt, demokratischen Regierung in Russland, zwar provisorischen, aber demokratischen Regierung in Russland, war das eine Konterrevolution. Für die Bürger Russlands ist jetzt klar, die neue Macht in der Hauptstadt handelt entschlossen. Die beiden Dekrete über den Frieden und über das Land erhalten Zustimmung. Der Putsch in Petrograd bekommt nun Rückhalt auch in anderen Städten. Die gestürzte provisorische Regierung findet nur noch wenige Verteidiger. Auch die Rechten lassen Kerenski im Stich. Die von ihm erhoffte Rückeroberung Petrograds scheitert. Ich kam mit meinen Truppen bis nach Gatschina und die letzten Kämpfe fanden bei Bulkow statt. Aber die ganze Kornilowitenverschwörung stand gegen uns. Ihr Plan war, zunächst mit Hilfe von Lenin den Kerenski abzusetzen, dann ohne Verzug Lenin fertig zu machen und schließlich einen starken nationalen Staat aufzubauen. Mit dieser Hoffnung täuscht sich die Rechte. Hatte der Demokrat Kerenski gegen die Extreme von rechts und links überhaupt eine Chance? Das Experiment Kerenski hätte eine Chance, wenn nicht Lenin mit seiner Organisation der Berufsrevolutionäre alles eingesetzt hätte, um das zum Scheitern, das Experiment zum Scheitern zu bringen. Nach dem Juli wurde es vollkommen klar, dass es monarchistische Kreise sind, die sich darauf vorbereiten, die Macht zu ergreifen. Und es sind die extremen Linken, die Bolschewiken, die sich auch darauf vorbereiten, die Macht zu ergreifen. Alle Kreise der Mitte wurden im revolutionären Prozess einfach weggespült. In Russland war die Bourgeoisie ziemlich schwach, das feudale Element zu groß. Deshalb gab es für Kerenski keine Hoffnung. Von daher ist seine komische Figur zu erklären, ganz allgemein sein Übergangscharakter. Und doch kann man irgendwo mit ihm Mitleid haben. Als die neue Periode der Revolution herangebrochen war, als es um die Durchführung einer sozialistischen Revolution ging, da erwies sich Kerenski als hilflos und konnte den Bolschewiken natürlich kein Paroli bieten. Ende November. Aufrufe zur Wahl der verfassungsgebenden Versammlung der Konstituante in ganz Russland. Die neuen Machthaber, die Bolschewiken unter Lenin, dulden sie, weil sie diese Wahl früher immer selbst gefordert hatten. Doch die Wahlergebnisse sind für sie enttäuschend. Die Bolschewiken erhalten nur 1/4 der Stimmen. Als die gewählten Abgeordneten hier vor dem taurischen Palast am 11. Dezember zusammenkommen, finden sie die Türen verschlossen und von bolschewistischen Garden bewacht. Die Delegierten vertagen sich auf den 18. Januar. Inzwischen schuf Lenin die neue Geheimpolizei, die Tscheka. Sie verhaftet noch vor der ersten Sitzung 200 der 700 Abgeordneten, will ihnen Straftaten nachweisen. 500 Volksvertreter kommen am 18. Januar 1918 in den Sitzungssaal des Parlaments. Alle nicht-bolschewistischen Redner werden niedergebrüllt. Draußen wird auf unbewaffnete Demonstranten geschossen. Der Dichter Maxim Gorki schildert die Ereignisse mit Bitterkeit. Am 18. Januar 1918 ging die unbewaffnete Petersburger Demokratie auf die Straße, um den Zusammentritt der konstituierenden Versammlung zu feiern. Fast ein Jahrhundert lang haben die besten Russen von diesem Tag geträumt. Jetzt aber, da der Traum erfüllt ist, geben die Volkskommissare Befehl zu schießen. Die Konstituante wird gewaltsam aufgelöst. Meinungen dazu. Wenn die Partei die Macht verloren hätte, dann wäre die Partei nicht wert, dass sie existiert. Verstehen Sie? Das ist meine Antwort auf die Frage nach der Konstituante.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Regierung Kerenski geblieben wäre, wenn es keinen Aufstand gegeben hätte. Wenn es in der Konstituante eine Mehrheit der Bolschewiken gegeben hätte, hätte Kerenski auch die Konstituante aufgelöst. Damit begann die Einparteidiktatur. Nun ja, da blieben noch die linken Sozialisten, Revolutionäre noch ein paar Monate. Aber damit haben die Bolschewiken ganz deutlich gemacht, sie wollen keine Gesetze, weder juristische noch moralische, anerkennen. Sie gehen zu ihrem Ziel rücksichtslos. Sie wollen die Macht. Ja, ich glaube, dass die idealistischen Führer, auch die, es gab auch idealistische Führer, die glaubten damals, dass diese, die Macht, die sie um jeden Preis erkämpfen und behalten und erhalten und noch stärken wollen, das ist nur ein Mittel zu dem guten Zweck einer sozialistischen Weltrevolution oder europäischen sozialistischen Revolution und ein Mittel zur Beglückung des Volkes in der Zukunft sei. Verbrüderung von russischen und deutschen Soldaten. Lenins Wunschtraum ist die Weltrevolution. Er glaubt fest daran, dass die deutsche Arbeiterbewegung die Fackel dieser Revolution weiterträgt. In Brest-Litovsk beginnen im Dezember 1917 zwischen Russland und Deutschland Friedensverhandlungen. Leo Trotzki, Volkskommissar für das Äußere, leitet die russische Delegation. Zwischen ihm und Lenin gibt es Meinungsverschiedenheiten. Lenin setzt sich durch. Am 3. März 1918 ist der Frieden von Brest perfekt. Die Bedingungen für Russland sind hart. Es muss weite Gebiete abtreten. Doch Lenin kann sein Versprechen halten, Frieden zu schließen. Der eine Krieg ist beendet, der andere beginnt. Der Bürgerkrieg in Russland. Er kostet dreimal mehr Menschenleben, als im ganzen Weltkrieg Russen gefallen sind. Trotzki formiert die Rote Armee. Jetzt kämpfen Weiße und Rote gegeneinander. Hinzu kommen Interventionsarmeen aus anderen Staaten, die sich in den russischen Bruderkampf mit einmischen. Die Härte ist beispiellos. 9 Millionen Tote. Massenerschießungen auf beiden Seiten sind an der Tagesordnung. Das Elend wird zum Grauen. Allein 7 Millionen Kinder löschte der Bürgerkrieg aus. Der Hunger, den die Kämpfe und die anhaltende Dürre im Land auslösen, ist unbeschreiblich. Es gibt sogar Kannibalismus. Was mit der Idee einer neuen Ordnung, der Gesellschaft, einer neuen Ideologie für ihre Anhänger so verheißungsvoll begann, ist zum grausamen Kampf ums Überleben geworden. Lenin will, dass die Sowjetmacht überlebt und sie siegt. Gegen die eigenen Gegner und die fremden Interventen. Doch um welchen Preis? Das Lenin-Museum in Leningrad. Hier wird die Erinnerung an den Schöpfer des Sowjetstaates wachgehalten. Der Panzerwagen, auf dem Lenin seine erste Rede hielt. Auf Kolossalgemälden sind die wichtigsten Auftritte festgehalten. Aber auch Lenin in seiner kleinen Wohnung im Smolny. Es zeigt die private Bescheidenheit des Mannes. Lenin, Lenin, Lenin. Für Trotzki ist im ganzen Museum kein Platz. Es gibt ihn einfach nicht. Hier die Mitglieder des Militärischen Revolutionskomitees, dessen Leiter Trotzki war. Ohne Trotzki. Die erste Sowjetregierung ohne Trotzki. Wird Glasnost hier eine Veränderung bringen? Jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, in stärkerem Maße historische Quellen heranzuziehen, können wir diese Seite gründlicher beleuchten, als dies früher geschah. Deshalb werden wir hier auch kontrovers diskutieren. Eine Veränderung wird es geben. Schon jetzt kann man in unserer Presse verschiedene Standpunkte finden. Ich bin sicher, dass im Laufe des Umdenkens
und des Neudenkens. Vieles, was die solche problematische Person wie Trotzki angeht, alles auch anders letztes Endes geschildert wird, und zwar objektiv den Tatsachen entsprechend, ohne ihre Rolle zu bagatellisieren oder hochzupreisen, wie es in Wirklichkeit gewesen war. Optimismus also. Was denken einfache Bürger in Leningrad von der großen sozialistischen Oktoberrevolution, von Lenin und von Gorbatschows neuer Politik? Was denken Sie über die Bedeutung der Revolution? Die Bedeutung der sozialistischen Revolution, sie brachte viel für unseren Staat, brachte Rechte, hier gibt es Freiheit und natürlich alles, damit das Leben der Sowjetmenschen schöner und glücklicher ist. Wladimir Iljitsch Lenin hat uns alle befreit. Er hat unserem Leben das Glück gegeben, nicht das, was es früher gab. Jetzt sind alle gleich. Alles ist gut. Gorbatschow sagt, die Revolution wird fortgesetzt. Was bedeutet das? Das heißt, dass jetzt nach einer gewissen Stagnation die Revolution noch nicht das gewesen ist. Natürlich ohne Waffen. Es ist eine moralische Revolution. Bei uns war es eine ziemlich lange Zeit nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Vor allem die Jugend verhielt sich abseits. Sie wissen ja selbst, was es für Probleme gibt. Aber jetzt unterstützt die Jugend das. Zum Beispiel, dass man weniger trinkt. Bei uns war der Alkoholismus einfach grauenhaft. Mein Vater ist daran zugrunde gegangen. Da habe ich viel mitgemacht. Es war schwer. Aber jetzt trinkt die Jugend weniger. Das ist sehr wichtig, denn von der Jugend hängt unsere Zukunft ab. Трудно было, а сейчас молодежь меньше пьет. Ну, это очень важно, потому что за молодежью все. Наше будущее. Единственное. Wenn es keine Revolution gegeben hätte, weiß ich nicht, was jetzt überhaupt wäre. Jetzt sagt Gorbatschow, die Revolution wird fortgesetzt. Was bedeutet das? Bei uns gab es Stagnation. Etwas war nicht richtig in der Führung. Deshalb passierte im Staat nur wenig. Starrheit. Revolution muss nach meiner Meinung immer fortschreiten und nie stehen bleiben. Wenn sie auf der Stelle tritt, dann ist es keine Revolution mehr. Revolution ist Bewegung nach vorn. Und jetzt beginnt bei uns tatsächlich eine Revolution. Das Leben beginnt sich neu zu gestalten. Etwas ändert sich und ich meine, das muss so sein. Revolution, das ist etwas Neues, ein Streben nach dem guten, leuchtenden. Und so möchte ich sagen, ich bin zufrieden, dass ich in dieser Zeit lebe. Moskau. Vor dem Mausoleum auf dem Roten Platz. Schlangen von Menschen, die Lenins Leichnam besuchen. Nach schlimmen Erfahrungen mit seinen Nachfolgern wird Lenin heute mehr denn je verehrt. Der Veteran. So stellt sich heute wie nie zuvor die Frage nach der Notwendigkeit der Demokratie in unserem sozialistischen Staat. Und dank der Führung Gorbatschows wird die Demokratie wiederhergestellt werden. Ich bin überzeugt, dass sie wiederhergestellt wird, wie das der große Lenin aufgezeigt hat. Seit 1924 ist der Leichnam Lenins aufgebahrt. Das Volk verehrt ihn fast wie ein Messias. Lenin wurde zur Kultfigur des Kommunismus. Nach Lenin kam Stalin. Er schuf eine Diktatur, der Millionen Menschen zum Opfer fielen. Auch die Mitstreiter Lenins. Heute hoffen viele Sowjetbürger auf die Rückkehr zu Lenins Prinzipien, auf die Politik Gorbatschows. Was bedeutet sie? Das ist revolutionäre Erneuerung des Denkens und des Handelns. Wir müssen bei eigenem Namen nennen alles, was im Lande heute ist. Was uns störte, eine
gute, im vollen Sinne des Wortes demokratische Gesellschaft zu werden. Was uns störte, die Potenzen des Sozialismus so zu entwickeln, wie das möglich gewesen war und nötig ist. Ich bin sicher, wir sind heute auf diesem Wege, dass dieser Weg ist unumkehrbar. Und wenn wir Erfolg uns selbst wünschen, wir müssen den Weg konsequent bis zum Ende gehen. Keine Aber und keine Halbentscheidung, nur konsequent und nur nach vorne. An der Kremlmauer das Denkmal des unbekannten Soldaten. Eine Delegation aus Lateinamerika legt unter Orgelklängen einen Kranz nieder. Bei der Selbstdarstellung zieht der kommunistische Staat alle Register. Die Sowjetunion, militärisch eine Supermacht, muss im Ausland heute nach wie vor Getreide kaufen, um ihre Bürger zu ernähren. 70 Jahre nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Erneuerung tut Not. Ich glaube, dass Gorbatschow es ernst meint. Er ist ja nach der Revolution geboren, er ist in die Schule gegangen und in die höhere Schule, um es schön eingetrichtert wurde. Er lebt noch in diesen Vorstellungen. Er ist ein pragmatischer Staatsmann und Politiker für heute. Ich glaube, er wird es allmählich auch begreifen müssen, dass man viele Grundsätze neu betrachten muss. Und wenn er die Revolution fortsetzen will, hoffe ich, dass er eben diese Versprechungen der Bolschewiki lösen möchte. Das Land den Bauern geben, die Industrie, wenn nicht als Eigentum, den Arbeitern aber unter ihre Kontrolle stellen und die Macht den Sowjets, nicht den Parteisekretären, sondern wirklich den gewählten Sowjets. Das empfinde ich, das möchte ich hoffen, dass das bewusste Ziele dieser Fortsetzung der Revolution sind. Fortsetzung nach einer Unterbrechung, die fast 70 Jahre dauert.